Dann haben wir den 12. Nesinde, frühe Mittagsstunde. Ihr steht nun alle gemeinsam vor dem Zelt mit dem Banner des Seewolfs. Euer Blick fällt auf die riesige Statue eines sächsischen Wesens. Seit 3 Monaten graben sie hier wohl, haben sie euch zumindest gesagt, in die alte Erde hinein. Sie haben tiefe Löcher ausgegraben und Baugerüste aufgestellt. Sie sehen eigentlich klein aus, klein wie Ameisen, diese Arbeiter, wenn sie da herumwerkeln und weitere Teile der riesigen Statue freilegen. Ein Blick zur hochaufragenden Pyramide mit dem Wissen, dass dies nur ein kleiner oberirdischer Teil ist. Wie die Spitze eines Eisberges müssen sich darunter Tunnel und Gänge von monumental gigantischer Größe ausbreiten, direkt unter euch. Und dann kommen auf euch zu die Söldlinge Dunard und Potro, etwas wankend, torkelnd, gut gelaunt, nach Bier stinkend und einer mit einem blauen Auge. Etwas, ja, ungefähr 10 Minuten, nachdem ihr diese kleine Diskussion hattet und die Hesinde geweihte Drakoniterin Nanduria den Tee brachte. Entschuldigung, wer hat das blaue Auge? Das ist selbstverständlich Potro. Na, Potro? Wann geht's Eine Pflanze weiter? gefunden? Was? Eine Pflanze gefunden und sie damit die Augen geküsst? Was ist los? Wir haben Hallo gesagt. Männer von Kalga sind voll gut, Mann. Ich freue mich wieder, wenn wir in Kunchum sind. Und dann? Ja, weiß ich nicht. Hallo sagen. Hallo, Mann, das ist okay. meine Einheit. Wenn du nur so mit 10 Leuten auf so einem Schiff bist und die sterben dir nach und nach weg. Wir waren ja eigentlich mal mehr, aber. Oh Junge, ich vermisse die Einheit, Mann. Es ist mir gerade klar geworden, ich vermisse die. Ist gut, dass wir hier sind. Freut mich, dass du so viel Spaß hast. Wir werden bald wieder aufbrechen. Erhol dich noch ein wenig. Ja! Rülpst Aber einmal, stinkt nicht, wieder dass sie mir unglaublich jetzt nach hier Bier. irgendwelchen Unsinn macht, ne? Wir sind hier Nein! Gast, werden nur gastfreundlich aufgenommen. Ich habe eigentlich wenig Lust, hier vorzeitig rausgeworfen zu werden. Nein, Mann, das ist normal bei uns. Wir bauen nur so ein bisschen Aggression an, aber ist gut. Ist gut. Er nickt einmal. Hilfst du gegen diesen aufstauenden Jähzorn? Hinter euch aus dem Zelt Okay. kommt gerade der hustende Kasim. Oh, hallo, Kasim. Guten Morgen. Also sieht ein bisschen fettig aus. Und hockt sich dann erstmal zu euch. Oh ja, Tee. Wunderbar. Wie viele Becher stehen da? Also ist da noch einer frei oder so? Ja klar, also an Bechern und auch an Wein oder jeglichen anderen Dingen, die ihr haben wollt, also auch Wasser, was nicht nach Leder schmeckt, soll es euch nicht mangeln in diesem Lager. Ihr könnt es Ja. gerade noch ziemlich genießen. Und Rico, der auch ein blaues Auge hat, was er sonst noch nie hatte, nimmt sich auch einen Becher Tee. Kasim nippt an dem Tee und nach dem ersten Schluck sieht man gleich, wie sich seine Miene aufhält. Atmet einmal tief ein. Wunderbar. Oh, habe ich das vermisst. Noch Keine ein Sorge, das Schluck. werden wir wieder vermissen, wenn wir unterwegs sind. Ach so, bevor ich es Dessen bin vergesse. ich mir sicher. Ich glaube, wir haben jetzt Mittagszeit. Die haben irgendwas gekocht. Direkt da hinten. Könnt ihr mal sehen, bei den Zelten. Potro deutet auf eine Stelle irgendwo dazwischen, irgendwo in der Mitte. Da haben sie einen riesigen Kessel aufgebaut. Und da können wir dann wohl hingehen. Wir sind wohl eingeladen so. Bei den Göttern eine warme Mahlzeit. Na, hoffen wir mal, dass es nicht wieder Fledermäuse sind. Nee, nee. Keine Ahnung, was das war, aber es hat ganz gut so gerochen. Ja, Lan. Und wenn's Fledermäuse sind, das ist mir scheißegal. Hauptsache, es ist eine warme Mahlzeit. Auch wahr. Und nicht alles, was auf dieser Insel gut riecht, ist auch gut zu essen, schätze ich. Ja, da können wir bestimmt einen drauf lassen. Ja, Lass wenn's uns doch mal dort eigentlich. hingehen und etwas probieren. Mit vollem Magen redet er sich doch besser. Ja. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass wir gleich wieder von innen brennen werden. Sagt er nicht ohne einen gewissen ironischen Unterton. Rodrigo grinst und folgt den anderen auch zum Kessel.
Ja, geht ihr schlendernd mit dem Blick nach links, nach rechts, immer noch ein bisschen ungewohnt nach den ganzen roten Dschungeln, dem dichten Unterholz, einfach mal über dieses frisch geschnittene Gras, zumindest sieht es aus, als ob es frisch geschnitten ist, hinüberzulaufen und dann, da ist tatsächlich ein Tisch aufgebaut. Ihr müsst nicht in der Hocke oder so etwas essen, sondern an einem großen Tisch mit Stühlen. Wie auch immer man so etwas machen kann. Direkt neben euch in einem der Zelte eine provisorische, ja, Weide aufgebaut mit irgendwelchen Zäunen, die nach oben gezogen wurde. Ja, Esel und Hühner, die da drin eingezäunt sind. Und vor euch auf dem Tisch stehen dann auch schon Becher mit Wein. Und jemand, der dabei steht irgendwie. Ja, also es ist eine ganze Menge hier los. Einige Leute, die an den großen Kesseln stehen, die meisten Arbeiter sind aber noch in ihren Schichten eingeteilt, sodass die da immer noch graben mit ihren schmutzigen, dreckigen Händen. Aber als ihr euch dem Tisch nähert, könnt ihr sehen, wie sich wohl der Abt Primas Erechton euch nähert. Ah, meine Herren, schön, dass ihr irre seid, ne? Ihr seid herzlich eingeladen mit den besten Grüßen des Hauses. Mit Graf Pusperaiken habe ich bereits gesprochen, sodass ihr Platz nehmen dürft. Es gibt Pita mit Hühnchenfleisch und Pfirsich und Minzsoße, dazu einen guten Tropfen aus dem Orasreich, nicht wahr? Hab vielen, vielen Dank für eure Großzügigkeit. Meine Herren, ich habe bereits mit dem Graf gesprochen und er sagte, wo ihr weiterreisen wollt, er würde euch den ein oder anderen abtreten, nicht wahr? Der Dschungel ist gefährlich und man muss hier zusammenhalten, nicht wahr? Wir haben uns dazu entschieden, dass wir euch eventuell einen Heiler mitgeben können, wenn ihr dies wünscht, nicht wahr? Das klingt ja sehr großzügig von seiner Hochwohlgeboren. Ich kann euch demnächst vorstellen. Er blickt sich ja mal so ein bisschen suchend um und dann könnt ihr sehen, wie sein Blick auf eine Person fällt, die langsam heranschlendert, in einer Lederkluft, tief die Kapuze ins Gesicht gezogen, kommt ein Mann herangeschlendert. Oskur, stell dich doch bitte einmal vor. An seiner Kleidung könnt ihr ziemlich offen erkennen, einen großen, ja, so einen Aufnäher von Pereine. Pereine zum Gruße. Mein Name ist Oskur. Wie kann ich euch helfen? Halt, grüß Oskur. Ich bin Rodrigo. Und wir haben gehört, dass ihr anscheinend Interesse habt, oder wie ist das auf eine Reise durch Maraska? Und für ein Abenteuer bin ich immer zu haben. Und für einen Diener der gütigen Göttin gibt es auf dieser Insel auch wahrlich genug zu tun. Allerdings. Wir haben aktuell niemanden, der sich mit der Bekämpfung von Krankheiten gut auskennt. Seid ihr darin bewandert? Das seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Aber Chirurg seid ihr nicht, oder? Nun, das ist Auslegungssache. Ihr werdet euch mit Porquam sicherlich gut verstehen, wenn ihr das so seht. Gut zu wissen. Bestimmt. Aber Krankheiten sollten normalerweise keinerlei Probleme für mich darstellen. Okay. Ich muss das jetzt intern absprechen, aber wir müssen mal drauf setzen und ja, erzählt mir ein bisschen was über euch. Nun, wo soll ich anfangen? Ich stamme aus der Stadt Festum in Bornland und habe mich entschieden, auf mehr oder weniger Abenteuerreise zu gehen. Ich habe die Lust verloren, in der Stadt zu sitzen. Ich dachte, woanders brauchen Menschen auch Hilfe. Und so hat es mich hierher verschlagen. War zwar nicht mein Ziel, aber Abenteuer ist Abenteuer. Nun, ich habe in einem Tempel meine Fähigkeiten im Umgang mit Krankheiten erlernt und bin darin sehr bewandert. Nun, was soll ich sonst über meine Person sagen? Ich bin ein... Was habt ihr für Interessen? Meine Interessen, Menschen zu heilen, die Welt zu beschauen. Das waren schon meine Interessen. Ich bin ein einfacher Mann.
Da hast du dir ja den richtigen Ort ausgesucht, Bruder, Schwester. An Abenteuern und an, nun, an schönen Orten mangelt es hier nicht. Ja, und das heißt, und dies ist mir auch aufgefallen. Und außerdem, wenn man das hier überlebt hat, dann lernt man ein Leben in einer Bibliothek wieder zu schätzen. Und das ist Ansichtssache. Aber mein Herr Kasim, auf jeden Fall besser. Mein Herr Kasim, dann seid ihr sicherlich keiner, der sich den Drakoniter verpflichtet führt, nicht wahr? Ich hatte schon darüber nachgedacht, ob man den einen oder anderen von dieser kleinen Gruppe rekrutieren könnte, nicht wahr? Aber wenn ihr sagt, ihr zieht ein Leben in der Bibliothek vor, dann sei euch wohl die einfache Hesindi-Bibliothek nahegelegt, nicht wahr? Damit können wir euch nicht dienen. Er lächelt ein wenig. Ich habe gesagt, dass man es zu schätzen lernt, aber das Leben besteht aus Herausforderungen. Richtig, und deswegen sind wir hier. Sagt außerdem fühle ich mich dem Gleichgewicht in der Welt und den Elementen zu sehr verpflichtet, als dass ich nichts tun könnte. Ah, ich habe bereits gehört, dass ihr aus dem Rastulswald kommt, nicht wahr? Ist ja interessant. Aber wie die Pfade einen so führen, ich komme normalerweise auch von weit her aus Kuslik und dem Orasreich, aber nun ja, man muss auch in die Welt gehen und dies ist das andere Ende der Welt, zumindest von Aventurien und nun, wir haben dieses hier gefunden. Er breitet einmal die Arme so ein bisschen gönnerisch aus, deutet zur Pyramide, lächelt dich an. Sehr interessant. Auch wenn ich bei diesem exischen Gezücht vorsichtig wäre, dann lächelt er entschuldigt. Ja, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Man sollte es allerdings mit etwas Feingefühl betrachten, nicht wahr? Gerade Bein oder Feindgefühl? Feingefühl, mein Herr. Ich bin nicht allzu sehr in diese Sparte abgerutscht wie mein Graf, aber nun, er sieht überall Verschwörungen. Da möchte ich mich doch kräftig von distanzieren, nicht wahr? Überall Verschwörungen. Da hat Großmeister Diarrheachus von jemand anderem erzählt, der ebenfalls überall Verschwörungen sieht. Vor einiger Zeit hat der hohe Herr von Magister Pusperaiken eine Expedition in Richtung des Raschwurzwalds gemacht und wurde dort auch von einigen Pyrtakor-Kultisten entführt, nicht wahr? Ich habe davon nichts gehört. Es ist bereits einige Wochen her, aber das ist selbstverständlich nicht in den aventurischen Boten gelangt, nicht wahr? Unsere Forschungen sind größtenteils geheim. Wir hängen das nicht an die große Glocke. Er lacht einmal tatsächlich auf. Es ist ja nicht so, dass ich seit Wochen, Monaten kein Boot mehr in der Hand hatte. Reist ihr nicht gemeinsam mit einem Schreiber des aventurischen Boden? Ja, er schreibt. Aber er kann leider keinen aus dem Ärmel zaubern. Okay, wie dem auch sei. Ich habe mich, wie gesagt, mit Magister Pusperaiken abgesprochen und er sagt, wenn Oskar euch begleiten möchte und ihr ihn nehmen wollt, dann sei er euch gestattet, nun mitzugehen, nicht wahr? Wir haben den einen oder anderen Hesindi-Geweihten, der sich ebenso noch mit Krankheiten auskennt und wie ihr bereits bemerkt habt, gibt es hier, solange wir uns hier aufhalten, wenig Käfer und Fliegen. Wie macht ihr das eigentlich? Wir machen das gar nicht. Das ist, seit ewigen Zeiten so. Es gibt Orte, die scheinen die Viecher anzuziehen und andere abzustoßen. Vielleicht liegt es an diesem Ort. Vielleicht liegt irgendein Zauber oder Fluch auf ihm. Nun, das könnt ihr euch ja gerne einmal demnächst ansehen. Ich kann euch nach dem Essen meine gute Nanduria mitgeben. Sie kann euch hindurchführen und das ein oder andere zeigen. Denn ohne eine Erklärung wird dies sicherlich sehr nichtssagend sein, nicht wahr? Ich würde erstmal sagen, lernt den guten Oskar kennen, speist mit ihm gemeinsam, lasst euch den Pfirsich mit der Minzsoße schmecken und ich muss mich jetzt einmal um die anderen Abhausungen kümmern. Wir haben vor ein paar Tagen erst eine alte Kammer gefunden, die wir nun kartografieren müssen, nicht wahr?
Vielen Dank. Und groß schaffen. Darf man die Soliane Kammer auch mal später angucken nach dem Essen? Selbstverständlich. Unter der Führung von Nanduria sollte das sicherlich kein Problem sein. Wer ist Nanduria? Könnt ihr noch mal ganz kurz ihm zeigen? Einen Moment. Er geht einmal mit seinem Blick suchend umher und dann fällt sein Blick auf das Zelt, wo ja ihr herkommt. Das ist diejenige, die vor wenigen Minuten den Tee gebracht hat, den Tee für Vibor. Ah, die Frau die mit glatzköpfige, dem rasierten Kopf. Richtig. Ich verstehe. Wie geht es Viborn? Das müsstet ihr dann die Heilerin fragen. Wird er reisen können? Mein hoher Herr, wie ich bereits sagte, das müsst ihr die Heilerin fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir seinen Zustand nicht angesehen. Nur die zwei Heiler geschickt und wie gesagt, es ist viel zu tun hier. Ich hoffe, dass er reisen kann. Ich habe keine Lust, dem Kapitän zu erklären, wo er geblieben ist. Das kriegen wir schon alles hin. Hoffe ich. Wir wollen doch sowieso noch ein paar Tage bleiben. Bis dahin wird er sich hoffentlich erholen. Rodrigo, erinnere mich noch einmal kurz. Unser Reiseplan sah vor, dass wir zu unserem Ziel vorstoßen und von dort aus wohin? Das weiß ich nicht genau. Ich denke, danach müssen wir wieder zum Schiff. Das wäre meine Theorie, aber ich denke, dass der 2U das etwas genauer weiß, aber naja, wir sind ja nur etwas, wir sollen nur etwas früher. Primas, schaut euch nochmal an, nickt euch dann zu, wünscht eine frohe Mahlzeit und geht dann ab in Richtung der Ausgabe. Man verabschiedet sich von ihm und dann schauen wir zu seinen Freunden. So, nach dem Essen schauen wir mal kurz nach, wie es schon um einen guten oder nicht so guten, aber auf jeden Fall um Vibor steht. Ja. Erstmal essen. Ich glaube, die könnten mir jetzt alles vorsetzen. Ich würde es lieben, solange es warm ist. Ja, also, vor euch. Waren echt nicht schlecht. Vor euch liegt dann so eine schöne Tasche, wohl aus so einem Reisteig gemacht, die ihr dann aufmachen könnt. Quasi wie so ein Fladen, nur ein bisschen flacher. Könnt ihr aufmachen. Schön angebratenes Hühnchenfleisch, was ihr da reinmachen könnt, richtig schön reindrücken. Den einen oder anderen Pfirsich klein geschnitten, dann zusätzlich reinlegen und dann diese Minzsoße drüber, dass ihr das in die Hand nehmen könnt und dann herzhaft reinbeißen. Es ist so unglaublich lecker. Es liegt einfach nicht daran, dass ihr, jetzt die letzten paar Tage nur komische Fledermäuse oder Käfer hattet. Es ist auch so, könnte man es servieren in Gareth. Es ist, das ist herausragend super. Lecker. Das ist wirklich richtig gut. Der eine oder andere dann vielleicht mit Soße, die ihm dann ins Kinn läuft oder am Mundwinkel entlang, ein paar Servietten, die dann neben euch liegen und den ihr euch dann abtupfen könnt. Der Wein, wie gesagt, aus dem Horasreich, ein ganz besonderer Tropfen, wie auch immer die das hier schaffen, aber das kann man einfach nicht in Frage stellen. Wenn ihr die nächsten paar Tage hier bleiben wollt, das wird fast wie Urlaub. Um euch herum der rote Dschungel, keine Fliegen. Also wenn es dem guten Nibo nicht heute besser geht, dann schauen wir nach, wie es ihm morgen geht. Ich würde sagen, wir entscheiden das immer sozusagen von Tag zu Tag. Zu Abend, wenn wir am nächsten Morgen aufbrechen wollen. Ei, das klingt gut. Das ist gut, denke ich. Seltsam, oder? Wie die es schaffen, ihre extravagante Kocherei selbst hier in den Dschungel mitzuschleifen. Ja. Ganz limbischer Transport, mein Freund. Er lächelt. Naja, oder wenn nicht das, dann zumindest mal schaut er mal, was für eine Riesentruppe, die hier durch die Gegend marschieren. Hier sind bestimmt hier 100 Mann, nehme ich an. Vielleicht auch mehr. Aber immerhin anständigen Wein haben sie dabei. Also will ich mich nicht beschweren. Anständig? Das ist einer der besten, die ich je getrunken habe. Ich meine, er ist ein bisschen süß, findet ihr nicht? Er könnte ein bisschen süßer sein, finde ich. Mal gucken wir zwischen den beiden hin und her. Ich finde ihn gut. Wenn Pretigian will, da liegen auch so kleine Zuckerwürfel in so einem kleinen, so einer kleinen Unterschale, könnte man sich den Wein zusätzlich süßen. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Für das Essen frage ich mal nach Shatak, ob
man das vielleicht noch ein bisschen schärfer kriegt. Ja, selbstverständlich. Doch ein bisschen Fahrt. Wird ja hier geerntet, also kein Problem. Müsste man den guten tobrischen Weißweinessig probieren. Weißweinessig? Naja, also so wie er ist, kann man ihn wohl als Wein kaum noch bezeichnen. Raschduller Gewürzwein, das ist hervorragend. Ich bin nichts über Tutzacker Drachenblut. Aber das ist kein echtes Drachenblut, richtig? Nein, natürlich nicht. Es ist auch ein Wein. Oh, gut. Man weiß auf dieser Insel ja nie. Ist der irgendwie verfeinert durch Gewürze? Er ist sehr süß und sehr stark. Aber köstlich ist er. Wenn wir in Tutzak vorbeikommen irgendwann, sollten wir es vielleicht ausprobieren. Ihr denkt kurz wieder zurück an das Bier, was Brindijan ja auch als lecker empfunden hat. Oder vielleicht auch nicht. Ja, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, Stunde seid ihr mit vollen Bäuchen fertig. Habt noch ein bisschen Wasser nachgetrunken oder Wein, je nachdem wie ihr wollt. Und könnt dann, wenn ihr wollt, wieder zurück zum Zelt von Viborn gehen, wo dann auch Ragnar liegt. Der hatte sich ja schon entschieden, hier zu bleiben, weil er am Dschungelfieber wohl erkrankt ist und einfach zu schwach ist. Das ist wohl ein weiteres Opfer, was dem Dschungel anheimgefallen ist. Ja, hier zu bleiben ist schon ein richtiges Opfer, ganz klar. Ja, wird man mal die beiden besuchen gehen. Erstmal vorrangig zu Ragnar, mit dem ein bisschen feixen, von wegen, dass es ganz gut getroffen hat, sich in dem 5-Sterne-Zeltlager niederzulassen. Für Zeltlagerverhältnisse wird es ihm recht gut gehen und dann wird man mal fragen, wie so ein Viborn steht. Bevor man dem Mann jetzt hier persönlich auf die Nüsse geht, der man noch total gereizt ist und man irgendwelche Dinge dadurch schlimmer macht. Also ich marschiere da einfach rein. Ja, im Zelt befindet sich dann neben eurer Ausrüstung und dem ein oder anderen Feldbett, wo ihr eure Ausrüstung dann niedergelegt habt. Potro hat sich wohl auch hingelegt und schnarcht gerade ziemlich laut. Wo Dynar ist, keine Ahnung. Es gibt allerdings auch zwei Frauen, die sich gerade in diesem Zelt aufhalten. Zum einen Nanturia, die ihr schon kennt, an dem Glatzkopf, die sie erkennen, auch wenn sie gerade vor Viborns Feldbett steht. Der schläft wohl auch gerade. An Ragnars Seite könnt ihr eine andere Frau erkennen, die ihr noch nicht gesehen habt. Sie ist ziemlich schön, könnt ihr sehen, auch von hinten. Gerade als sie in das Zelt hineinkommt, ist sie wohl gerade dabei, hinauszugehen durch die andere Seite, sodass ihr dann da freien Gesprächsraum habt, wenn ihr mit Ragnar reden wollt. Na, Ragnar, hast du irgendwie die schönste Krankenschwester gebucht? Der grinst nur, zwinkert ihr zu. Mach mal ruhig, ich werde mal wieder gesund, ja, nicht mal. Klopft ihm auf die Schulter. Komm dich auf dem Rückweg abholen. Friss dich bis dahin nicht fett. Ah, nicht so, das kannst du ruhig auf die Rippen kriegen, ohne Stange. Ja, das wird ihm nicht besonders schwer fallen, so wie die hier kochen. Wieder ein Nicken, wieder ein Grinsen. Meine Herren, ihr solltet euch vielleicht nach einem anderen Führer umsehen. Nanduria in einer anderen Ecke des Zeltes. Warum? Was mit dem guten Viborn? Die Leber von Viborn hat versagt. Wir können ihn zwar retten. Der Trank kam nur rechtzeitig, um sein Leben zu schonen, aber seine Augen sind bereits komplett gelb. Das heißt, die Giftstoffe werden nicht mehr gefiltert. Er wird wohl den nächsten Monat hier bleiben müssen. Wenn ihr nicht vorhabt, hier zu bleiben und zu helfen, dann müsst ihr ohne ihn weiterziehen. Es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit. Ihr kommt jetzt wieder mit seltsamer Magie, oder? Naja, so seltsam ist sie nicht. An was denkst du da? Immer seltsam. An einen Humus. Bin. Nicht unbedingt meine Paradedisziplin, aber hier in diesem Dschungel. War das nicht irgendwie so gegensätzlich? Da gibt es doch Elemente, die gegeneinander stehen. Ja, genau. War das nicht Humus und Eis? Ich sag ja, das ist nicht meine Paradedisziplin. Oho. Ich würde jetzt so gerne sehen. Ja, da muss ich auf jeden Fall dabei sein, wie ein Eismagier einen Humus denn ruft. Das muss ich mir angucken. Er schaut dich mal an. Ich habe das tatsächlich schon mal probiert. Das war speziell. Oh, was ist denn passiert? Naja.
Ich konnte ihn rufen. Ich konnte ihm auch einen Auftrag erteilen. Den hat er auch erfüllt, nur er konnte es sich nicht nehmen lassen, mir einen Streich zu spielen. Er hat so einen säuerlichen Gesichtsausdruck drauf. Was hat er dir angetan? Naja, einfach eine größere Version des Standardstreichs, der in Draconia üblich ist. Der Standardstreich. Also entweder seid ihr unheimlich musikalisch oder du meinst was anderes damit. Ja. Es ist mehr oder weniger üblich, wenn man jemanden ärgern will, ihm irgendwo Brennnessel unter die Kleidung zu zaubern. Weil... Nicht, aber überall an jedem Flecken der Kleidung Brennnesseln nach innen sprießen zu lassen. Und was tun Brennnesseln? Das, was sie sagen, man brennt? Nein, es... Wie beschreibt man das am besten? Brennnesseln sind kleine Pflanzen, aus denen kann man guten Tee machen. Sehr gesund. Und... Das hat dir was Gutes getan. Ja, wenn man ihn sie trinkt, wenn man an sie dran fasst, dann brennt es auf der Haut. Wie vielleicht, wenn du von einer Biene gestochen wirst, nur nicht so stark. Es gibt kleine rote Punkte auf der Haut. Das ist nicht gefährlich oder so für einen. Es ist halt wenn einfach du sie trinkst, dann brennt es in den Magen oder was? Nein, nein, das sind, ich glaube, es sind diese kleinen Härchen auf den Blättern. Und die trinkt man beim Tee ja natürlich nicht mit. Ich weiß es nicht so genau, ich bin wie gesagt kein Humus-Elementarist. Aber wenn die Djinne sind wie die Umgebung, in der sie beschworen wurden, möchte ich ehrlich gesagt keinem Humus der Maras kann begegnen. Warum nicht? Der wird dich bestimmt mit Bruder, Schwester, Schönheit zum Gruße vollquatschen. Eine laufende Schatak-Knolle. Und wenn ihr das tut, dann würde ich das gerne vorher zeichnen. Ja. Und vermutlich wäre dieser Djinn dann von oben bis unten so giftig, dass man ihn nicht anfassen sollte. Was tun diese Djinn denn, wenn sie nicht gerade heilen oder die Leber reinigen? Djinn tun das, was ihrem Element gefällig ist. Oder sie sind halt nun mal ihr Element. Naja, aber eine Schatak-Knolle, also eine laufende, ein laufendes Bäumchen. Das ist vorstellbar. Es füttert alle und das ist unglaublich scharf. Das ist auch vorstellbar. Denn sie sind anders. Sie sind intelligent und je nach Element haben sie ganz spezielle Persönlichkeiten. Aber das heißt nicht, dass eine Diskussion mit ihnen einfach ist. Also gut, das ist eure Entscheidung. Wie gesagt, ich kann mit meinen... Müsste darüber nachdenken und vielleicht... Mit unseren Fähigkeiten kann ich ihn am Leben erhalten und es wird ihm wieder gut gehen und er wird keine bleibenden Schäden davon tragen, aber das dauert, wie gesagt, einen Monat. Bevor ich hier so etwas tue, würde ich das aber gerne mit dem Expeditionsleiter oder zumindest anderen Magiern, die an der Expedition beteiligt sind, absprechen. Ihr wollt so etwas ja wohl zuerst mal mit dem Erzprimus absprechen. Der Leiter der Expedition ist Magister von Busbereiken, soweit ich weiß. Ja, das ist richtig. Würde ich das in erster Linie mit ihm absprechen? Mir sicher, die Kirche hat euch ein oder zwei Dinge dazu zu sagen, bevor ihr hier anfängt herumzuzaubern. Das kann sie ja tun, Magister Busbereiken ist trotzdem der Leiter. Sagt. Kann der Djinn dir denn gefährlich werden? Djinne, vor allem Humus-Djinne, neigen nicht dazu, jemanden zu verletzen. Eher im Gegenteil. Dann kann ja nicht viel passieren. Weiß man nicht. Wirklich berechenbar ist keiner der Djinne auf diesen dieser wunderbaren Welt. Vielleicht reicht mit Wurzsaft ein oder so und dann brennt das auch ein bisschen. Einer meiner Kommilitonen aus dem Konzil, er grinst ein wenig, er hatte mal eine Zeit lang etwas mit einem Luftdjinn. Dann hat sie diesen Djinn betrogen.
Was meint ihr denn mit, er hatte was mit einem Djinn? Was hatte er? Eine Liebesbeziehung. Er sagt das so vollkommen, vollkommen, als wäre es das Normalste der Welt. Eine sexuelle Beziehung mit einem andersphärischen Wesen?